Ja, zu einem ganz bestimmten Thema. Und ich mach das persönlich so, ich suche mir ein aktuelles Ereignis aus. Beispielsweise den Rücktritt der Verkehrsministerin oder das Attentat auf die Raststätte in Herford vor einem halben Jahr. Pablo, ich will nicht sagen, dass es jetzt öde und langweilig klingt. Es klingt einfach unfassbar öde und langweilig.